Hallöchen und herzlich willkommen zu Let's Play Dynasty Warriors 8 Part, also keine Ahnung, hab ich vergessen. Und ja, es geht endlich weiter mit Xiaobas Reise. Wir erinnern uns ja noch, Sima Yi etc. haben abgedankt. Die Familie Cao ist in Ungnade gefallen und jetzt übernehmen wir hier quasi das Ruder. Und haben mal wieder die Möglichkeit aller Möglichkeiten. Wir könnten Sima Shao nehmen, Wang Juanji. Oder Gu Huai, obwohl der mir ein bisschen auf den Sack geht, weil der immer nur am Rumhusten und Prusten ist. Das ist irgendwie nicht so ganz mein Fall. So, ich würde sagen, ja. Es haben ein paar gefordert in den Kommentaren. Spiel doch mal Wang Juanji. Es ist soweit. Sie sieht ja auch nicht schlecht aus, ne? Müssen wir aber ganz ehrlich sagen. So, rüsten wir mal die Waffen aus. Das ist ihre Ex-Waffe. Ja, ich passe jetzt genau auf, nicht, dass ich wieder irgendwas Falsches nehme und wieder alle am Rummeckern sind. Und dann nehmen wir noch einen Wurfspeer. Wir nehmen noch einen. Ach, fick dich doch. Die Affinität. Die Affinität. Dann nehmen wir hier halt das. Ist nicht ganz so stark, aber das passt schon. Fertigkeiten rüsten wir uns wie immer aus mit Heilungsboost, Angriffsboost. Ihr kennt das Ganze ja schon 10.000 Mal gemacht. Und was nehme ich denn? Ja, was nehmen wir denn? Angriffsreichweite ist immer gut, oder? Okay, dann können wir jetzt eigentlich mal anfangen. Und ja, dann go! Attack, attack, attack! Wir haben keine Zeit! Ach, ist das schön. Dynasty Warriors. Und wie geht's euch so? Wie geht's dir? Du, der gerade das Video hier angeschaltet hat und sich vielleicht freut, dass endlich mal wieder was passiert hier. Nicht so gut? Ach, schade. Xiao Ba ist Chu übergelaufen. Nochmal. Das war so schlecht betont. Xiao Ba ist Chu übergelaufen. Das geht mir vielleicht auf die. Er ist wahrscheinlich über Xiao Shuangs Entthronung verzweifelt. Der Xiao-Clan war der Cao-Familie überaus ergeben. Muss man ja auch bei ihm immer machen. Aber er hat nichts Falsches getan. Ich frage mich, ob er den Tod seines Vaters rächen will und sich deshalb Chu angeschlossen hat. Er kehrt uns die Rücken, weil wir Xiao Shuang davongejagt haben? Wer hätte gedacht, dass ihn das dazu treiben würde? Nein, das kann unmöglich sein einziger Grund sein. Wir werden die Gründe nur erfahren, wenn wir Xiaoba selbst fragen. Das ist das Mindeste, was ich für seinen verstorbenen Vater tun kann. Ja, können wir anfangen? Jiang Wei hilft Xiaoba bei seiner Flucht. Wenn wir ihn davonjagen, können wir mit ihm reden. Wir müssen uns aufteilen und sie daran zu hindern, sich zu treffen. Alles klar. Also wird einer von uns Xiaoba abfangen und der andere lenkt Jiang Wei ab? Ja, das ist der Plan. Ich halte Xiao Ba auf. Was soll denn ich machen? Ich muss da links. Pony, komm her! Yuanji und ich will attack Zhang Wei from the west. Guo Huai, take the mountain road and block Shao Ba's path. Alles klar, wir folgen dem westlichen Pfad und sollen Jiang Wei besiegen. Hallöchen, aua! Alter! Die haut aber gut raus. Ich hab gar keine Zeit mehr genommen, sie mal genauer anzugucken. Das machen wir jetzt einfach mal. Ja. Ja, sieht ganz nett aus, die Dame, ne? Ja, doch. Macht was her, so. Dann wollen wir mal weiter. Weiter durch die dunklen Pfade von, weiß ich auch nicht, wo wir gerade sind. Habe ich mal wieder vergessen. Ist ja auch egal. So. Da ist auch schon das erste Lager mit Sugejun. Hallöchen, Mann. Was geht ab? Ja, ich habe gar kein Problem. Komm her. Oh, das war eine nette Brustkamerafahrt, wie man gerade gesehen hat. Mal sehen, was haben wir denn noch so für Ansichten? Ja. Das war's auch schon. Plupp. Das ist jetzt der Wurfspeer. Ganz nett eigentlich. Wir haben jetzt schon die Ex-Attacke aufgefüllt. Dann werde ich die gleich mal einsetzen. Wenn denn ein Feind sich zeigen würde. Also jetzt nicht diese kleinen Popeligen hier. Die sind mir relativ egal. Oh, ach, klasse. Ah! Ja, ich surprise them from behind. Ich erklemme den Berg im Osten. Gar kein Problem. Hallo, hallo, ein paar Wurfdolche gefällig oder Wurfmesser. So, jetzt überrasche ich die. Richtig frech von hinten. Guck, da sind sie.
Nicht, als wäre ich da so auch durchgekommen, aber in, naja. Zack, 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 zack. Das wollte ich gar nicht machen. Ich wollte eigentlich die Eggs ausprobieren, ne? Ach, scheiße. Egal. Machen wir jetzt trotzdem. Sind zwar nicht mehr viele da. Oh, Hallöchen. Was für ein Brustblitzer. Da habe ich doch einen Mops gesehen. Jetzt ist keiner mehr da. Okay, kannst aufhören. Scheint aber eine nette Attacke zu sein. Kann ich die jetzt kaputt machen? Oder sind das jetzt unsere? Hallo? Okay, also ich kann sie auf jeden Fall nicht zerstören. Ja, interessiert uns nicht weiter. Dann reiten wir mal. Das Pferd hat einen ganz schön dicken Arsch. Das ist mir noch nie aufgefallen, weil da so eine kleine zierliche Frau drauf sitzt jetzt irgendwie. Egal. Oh, Tore des nördlichen Kontrollpunkts sind offen. Ja, die machen mir da gut nach. Sehr schön. Warum denn nicht? So, Problem gelöst. Oh, mein Controller ist fast alle. Ich habe den eben noch mal kurz aufgeladen, weil ich Ewigkeiten keine PS3 mehr gespielt habe, weil ich die ganze Zeit mit der PS4 im Gange war. Da habe ich, was habe ich denn da alles gespielt? Ich habe Watch Dogs endlich mal nachgeholt, beziehungsweise bin ich gerade dabei, das mal nachzuholen auf der PlayStation 4. Dann habe ich Mittelerde Mordors Schatten durchgespielt und Black Flag hole ich auch gerade nach. Und ach, eigentlich alle Spiele mit gleichen Spielelementen, aber immer in einem anderen Setting. Trotzdem macht es irgendwie Spaß. Und nichtsdestotrotz freue ich mich derbe auf Samurai Warriors 4. Ich weiß auch, dass wir die Kampagne wahrscheinlich hier von Dynasty Warriors 8 nicht mehr durchkriegen werden. Dann muss ich es halt parallel laufen lassen. Das ist dann halt so. Aber, wie gesagt, ja, noch anderthalb Wochen. Dann ist das Spiel offiziell draußen am Freitag. Ich bin mal gespannt, wann ich das kriege. Vielleicht eventuell schon ein paar Tage vorher. Das wäre ja ganz geil eigentlich. I know you, Angie. I have to win back Xiaohua's trust. Alles klar. Wir müssen Xiaohua's Vertrauen gewinnen. Beziehungsweise nicht wir, eigentlich der andere Macker da. Denn das ist ja uns zu viel zu schwierig. Sei nicht bekloppt. Hallo! Mensch, wir Bogenschützen! Ist ja, ich habe euch vermisst! Was habt ihr denn die ganze Zeit gemacht ohne mich? Komm, die ganze Zeit haben die auf mich gewartet. Das ist nicht nett. Kann ich hier hoch? Oh ja. Ach, es ist so dunkel, dass ich die Leiter nicht mehr erkenne, wenn es jetzt hier nicht gelb umkreist wäre. Okay, ihr seid uncoole Bogenschützen. Ihr seid nur zweite Liga, ja? Ihr steht weiter hinten, ihr Arschlöcher. Ihr seid dritte, das ist ja mal richtig schlecht. Wahrscheinlich ist es genau andersrum viel besser. Wenn du Bogenschütze in der dritten Reihe bist, bist du wahrscheinlich der Erste, weil dann kriegst du nämlich nicht auf den Sack. Da kommen die wichtigen Bogenschützen nämlich hin, die am besten nicht gleich draufgehen sollen. Und das Lumpenpack, die Bad Company sozusagen, die kommt dann schön nach vorne. Man kennt das ja. So. Zack. Hallo. Ach nee, ich würde gerne wieder die Wurfmesser haben. Sind irgendwie cooler und machen auch mehr Damage. Und das war die Axe-Attacke. Zack, zack. Au. So. Hallo? Achso, das war nur der eine, der sich hier mich anbieten wollte. Was, das fand ich ja nicht so gut. Ja, ich bin eine Frau. Lasst mich in Ruhe. Ich weiß, ich sehe gut aus. Und ich habe anscheinend gemachte Brüste. So sieht es zumindest aus, denn die sind nicht normal. Guckt euch die mal an. Die sind definitiv, also, für so eine kleine zierliche Frau. Ich habe nichts gesagt. Es soll ja auch Ausnahmen geben. Ja. So, können wir dann? Xiaobar nimmt einen Umweg. Ist er denn wahnsinnig? Ach, ich hätte noch in meine Axe wieder machen können. Mache ich das gleich. So, komm mal her. I must fulfill my duty. Ja. Da geht er auch schon down. Ah, ich will das einsammeln. Halt! Nein! Nobody stands in our way any longer. Xiaobar, if we could just talk for a while. Denn wo habe ich denn das jetzt hingeschmissen? Da, da liegt's. Ich wollte gerade sagen, wo sind die ganzen Items hin? So. Und jetzt sollen wir mit ihm quatschen, oder was steht an? Aber ich will noch eben den Magger hier platt machen.
So, komm, 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 komm. Komm zu Mama. Ja, 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 ja. So. Blablabla. Wo ist mein Pferd? Hallöchen, so. Dann können wir weiter mal eben Xiao Ba aufsuchen. Der nämlich schön auf uns zugelaufen kommt. Hallo. Ja, ey, du hast uns verarscht, Mann. Just calm down. You and I, we've always got on pretty well. I don't think that has to change. But Lord Cao Shuang. The simple fact is, he was an incompetent fool. You don't even see that, cowering in fear. Your father was strong and brave. Forget house and bloodline. That is how a man and an officer should be. If you are truly his son, then that is what you should have inherited from him. Not his house, but his way of life. I'm sorry. Father, I've shamed your legacy. And you all, I've caused you trouble too. My apologies. I promise, I shall repay you in battle. Good. Then let's go home. Ja, genau, lass uns nach Hause gehen. Er sieht ohne Helm ganz schön, ich sag mal, gewöhnungsbedürftig aus, um nicht zu sagen, ein wenig hässlich. Aber zum Glück hat er ja sonst beim Kampf immer den Helm auf. Sonst würden ihn alle auslachen. Entschuldigung. Obwohl Xiao Ba zu Shu überlaufen wollte, wurde er von Guo Huai und den anderen überzeugt, nach Wei zurückzukehren. Nachdem Sima Shi sich Xiao Ba's Sorgen angehört hatte, wollte er die Probleme lösen. Er musste sich nicht um seine eigenen Verwandten sorgen, sondern um die Dummköpfe des Landes, die nach Macht und blablabla strebten. Es gab keinen logischen Grund, sich eines talentierten Offiziers wie Xiao Ba zu entledigen. 3 Jahre später starb Sun Quan, der Kaiser von Wu. Macht's gut. Er ernannte Sun Liang zu seinem Thronfolger und bestellte Zhuge Ke als seinen Berater. Zhuge Ke stärkte sofort ihre Militärpräsenz am Dongtor, das an der gemeinsamen Grenze mit Wei lag. Er zeigte deutlich, dass er es auf eine Konfrontation mit Wei abgesehen hatte. Als Sima Shi davon erfuhr, entsandte er seine besten Offiziere zum Dongtor. Nachdem Sima Shao, Zhuge Dan, Wang Zhuanji und Xiao Ba ihre Befehle erhalten hatten, bereiteten sie sich auf den Krieg vor. Sie würden die Pattsituation beenden und ein neues Land schaffen. Die Schlacht um den Anbruch eines neuen Zeitalters und der Herrschaft des Sima-Clans stand kurz vor irgendwas. Meine Gott, das ist so schnell, Alter. Ja, und damit sind wir tatsächlich schon am Ende. Also der Part ist wirklich sehr, sehr, sehr kurz. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber okay, beim nächsten Mal haben wir dann die Wahl. Sima Shao, ich mag den nicht so. Xiao Ba, juhu, juhu, aber bitte mit Helm. Sieht ein bisschen aus wie eine Frau, oder? Also ich weiß nicht so, wenn man jetzt nur diesen Kopf betrachtet, dann ist das irgendwie ein bisschen weiblich. Wang Zhuanji hatten wir ja gerade oder dazu getan, ich weiß nicht, der ist auch so ein bisschen merkwürdig. Ich denke mal, wir werden zu diesem netten Herrn hier tendieren. Gucken wir aber dann, wenn es soweit ist. Ich bedanke mich recht herzlich für die endlich alle mal wieder zugeschaut haben. Ich würde mich natürlich freuen über einen Daumen nach oben, über einen Kommentar von euch. Sonst an, ja, was soll ich sonst sagen? Folgt mir bei Facebook. Dort könnt ihr mich adden, seid jederzeit auf dem Laufenden, was neue Folgen angeht, was momentane Situationen angeht und sowas von den Followboy LP. Und ihr könnt auch bei Twitch natürlich den Link mal anklicken und ein Herzchen dalassen als Follower. Denn dort streame ich jetzt auch wieder öfter und habt ihr auch gesehen, Diablo 3 habe ich ja gestreamt, 3 Stunden lang mit meiner Freundin. Und ja, das wird auf jeden Fall alles passieren. Links, wie gesagt, sind alle in der Beschreibung. Wäre natürlich toll, wenn ihr dabei seid, mitmachen würdet, mich abonnieren würdet, etc. pp. Ihr kennt das, bla bla. Macht's gut, bis dann. Tschüss.